Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich suche die besten Biang Biang Nudeln in München. Wir sind heute in Tatis Gebiet, aber Tati ist nicht am Start. Wir haben es fast geschafft, Leute, diese kalten Biang Biang Handpulled Noodles. Ich habe fast alle getestet in München. Es fehlt nur noch ein Laden, und zwar ein Uigure. Support geht raus an die Uiguren, was da in China passiert. Nicht geil. Aber ja, viele Uiguren leben in China und diese Biang Biang Nudeln sind chinesisch und Uiguren haben anscheinend auch Handpulled Noodles. Und das sollen die besten in München sein. Das sollte vielleicht ein bisschen mehr essen als sonst. Kleiner, feiner Laden, Leute. Die haben noch einen großen am Isartor. Aber wir sind hier bei Tatis Gebiet, ein bisschen außerhalb. Ja, ich mach die Nudeln Nummer 7. Nummer 7? Ja, mit Fleisch oder ohne? Mit. Handgemacht hier, Leute. Action, Leute, Action. Wie lange hast du gebraucht, bis du das kannst? Intensiv, da kam ein Schuss von mir, den ich aus Intensiv einen Monat. Aber so um eine Portion zu machen. Okay. Wenn man das so im Restaurant machen kann, braucht man schon länger. 2-3 Monate, bis sie kommen. Alles hier frisch zubereitet, Leute. Irgendein Rettichsalat. Ich bin gespannt. Also, ich muss sagen, vom Aussehen her sieht Hammer aus. Erstmal der Brühencheck, ja? Ihr wisst. Ja, ist geschmacksvoll. Perfekt für dieses Wetter. Das ist halt eine sehr fette Schüssel, Digga. Eine sehr fette Schüssel. Und das ist hier, nichts mit. Okay, Rest nehmen wir mit nach Hause. Die Suppe muss ich essen, ja. Du meinst, die Suppe muss ich essen? Ich helfe dir ein bisschen. Warum isst du Chips davor, wenn du weißt, was essen? Also, erstens, die haben mich angesprochen. Zweitens, ich wollte nur ein paar essen. Aber ich konnte nicht aufhören, weil die so geil waren. Es ist immer so. Fleisch ist zart. Fleisch ist gut. Ihr wisst, die Nudeln sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Brühe, Fleisch. Ich habe euch mal hier hingestellt. Dann sind wir näher zur Schüssel. Damit hier nicht so viel gekleckert wird. Digga. Das sind so viele Nudeln. Scharf. Nicht nur weil hier zwei drauf sind, das ist scharf. Das ist ja auch Rettich. Rettich ist nicht so scharf. Das ist eingelegter Rettich. Guter Biss. Keine Konsistenz. Ja, schmeckt auf jeden Fall, ist gut. Die Nudeln sind auch gut hier. Ja. Ja, die nicht. Gut, Aroma. Vom Fleisch bin ich sehr begeistert. Wir haben einmal mit Brühe und einmal ohne. Sieht fresh aus, sieht fresh aus. Es gab Beef und Chicken, aber Chicken hatte 3 Chilischoten. Oh, das ist ein Ei. Das ist ein Ei, ja. Ein schwarzes Ei. Black Egg. Eingelegt.
Ein schwarzes Ei. Das klingt geiler. Auch gut gewürzt. Krasse Umstellung jetzt natürlich, weil das ist mit Brühe, das hat ganz andere Flavor gehabt. Schmeckt mir, ja. Mit dem Paprika und so fresh. Also den werde ich wahrscheinlich schaffen. Der ist fragwürdig. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern einfach zu viel. Alles gut. Zu viel. Viel Brühe. Das stopft auch nochmal. Die Brühe ist aber gut. Die Brühe ist gut, ja. Mhm. Die Nudeln haben auch die Soße gut aufgenommen. Aber es gibt hier keine Schürze, wie bei anderen Läden. Das ist ja schon voll lecker. Ja. Gönnt euch noch mal einen Blick darüber, Leute. Es glänzt so schön, Mann. Selber schuld, wenn du ein ganzes ist. Oh, no. Nicht mein Ding. Aber wer Schärfe mag, ist auch gut. Oh mein Gott, das ist nur ein Feuergrad. Guck mal. Das ist dann das Kantenzogen im Thun, wo es dreimal so toll ist, so scharf ist. Ja, krass. Also das hat nur eine Chilischote. Und das Chicken-Teil hätte drei gehabt. Das ist jetzt schon so scharf. Ja, aber wenn es pur ist, aber wenn es mit dem Ding ist, geht es voll klar. Dann ist gut. Ich hab's mitgegessen. Aber liegt auch daran, dass ich auch nicht so gerne scharf esse. Ich habe mal den schärfsten Chip der Welt gegessen. Diese schwarze? Ja. Und? Ich lebe noch. Wie viel hast du davon gegessen? Eine Ecke. Genauso eine große Ecke von dem. Nee, mehr. Mehr? Schon so eine gescheite Ecke, aber war schon heftig. Es hat schon. Es hat schon ordentlich reingehauen. Mhm. Ich würde tauschen, willst du mehr von dem? Ich bereite mich mental auf diesen Kampf vor. Lecker. Ich glaube, hätten wir nur eins gehabt, hätten wir es nicht mal geschafft. Ohne das? Ja. Warte, wir hätten es geschafft, hättest du nicht eine ganze Chips-Tüte gegessen. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja das. Ich würde tatsächlich hier öfters wiederkommen. Okay, was findest du besser? Den hier? Also nicht der, sondern der mit Suppe? Oder Max Beef Noodles? Oh, beide gut, beide sehr gut. Ja. Boah, kann man nicht vergleichen. Kann man nicht so ganz vergleichen. Boah. Wir stellen immer die krassen Fragen, Leute. Okay, Preis. Wegen der Preis-Leistung, der Qualität, weil die Suppe auch gut ist, Fleisch auch zart ist,
auch viele Nudeln, die Schüssel ist auch groß, was beim Speed genauso ist. Die ist allerdings teurer, um 2,90. Keine Ahnung, wie viel Max kostet. Toll. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen würde ich jetzt auf Max Speed gehen. Aber die Suppe ist auch wirklich sehr gut. Die Suppe ist gut, ja? Gewürze sind top. Mühe ist top, Fleisch ist top, Nudeln ist top. Leute sind top. Laden ist top. Warum? Jetzt schon? Was sind das für Geräusche? Es wird gefährlich, Leute. Große Portion. Und ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, vorhin Chips gegessen. Ich habe mir eine ganze Tüte von Rob's Chips gegönnt. Das war eine neue Sorte, habe ich entdeckt. Habe ich mir direkt reingezogen, war wie immer geil. Also Kurs geht los an Crispy Rob. Beziehungsweise seit dem letzten Event nenne ich ihn Uppercut Rob. So, warte. Okay. Wieso höre ich da kein Bier? Das heißt, wir schaffen das. Kennst du My Hero Academia? Ja, klar. Ja? Du musst Ultra Plus gehen. Ich bin ja aber nicht Deku. Es ist Non Plus Ultra. Nein, nicht Non Plus Ultra. Plus Ultra. Das Schulmotto von denen. Eine der geilsten Szenen, wo Endeavor den auspackt. Ich muss sagen, Leute, der hier. Mein Gott, ihr wackelt so, was ist los hier? Ich muss sagen, Leute, der hier ist mir richtig ans Herz gewachsen. In den Nullen. Es kommt dann richtig geil rüber. Nicht mehr zu scharf. Aber wenn du direkt reinbeißt, tot, Mann. Aber mit den Nudeln, mit der Soße. Gibt es so einen Kick? Gibt es so eine Würze? Mein Gott, wieso wackelt ihr so? Was ist hier los? Wieso wackelt das hier so? Sorry. Komm mal. Ich fange am besten nochmal von vorne an mit. Nein, das bleibt drin. Schaut's mal, Leute, wir haben's fast. Wirklich easy, Alter. Nein, das war nicht easy. Ich bin noch nicht mal annähernd an meinem Limit. Ja, dann hier. For you. Ja, aber ich muss ja nicht an mein Limit gehen, hier. Wenn du das isst, muss ich nicht an mein Limit gehen. Aber es ist ein gutes Essen. Gutes ja, deswegen kannst du es dir ja gönnen. Ja, aber du meinst es doch. Du doch auch. Ja, aber ich bin an meinem Limit. Ja, und du musst über dein Limit gehen. Muss ich nicht, du musst es. Du musst annähernd an dein Limit. Bist du voll? Bist du an deinem Limit? Ich bin an meinem Limit. Jetzt die entscheidende Frage. Nachspeise? Oh ja. Schau. Zählt als fertig, oder Leute? Ja, das zählt nicht, weil das haben wir aufs Haus bekommen. Schaut. Eigentlich nichts mehr drin. Da hängt die ganze Zeit eine Nudel und ja, wow, ein Band. Nächster Uigure und seine Handpulled Noodles, Leute. Und dann haben wir es geschafft, München, Handpulled Noodles abgehakt. Ich muss die nie wieder essen. Tengri Tak. Uigur Restaurant. Also er meint, er hat es nicht. Obwohl es auf der Karte stand, keine Ahnung. Vielleicht haben die nur auf Döner umgewechselt, weil es nicht lief. Ich weiß es nicht, aber er meinte, er hat halt nur das, was da liegt, also im Tresen. Das ist halt Döner und so ein paar Reisgerichte. Aber Nudeln hat er keine. Endlich fertig mit Handpulled Noodles in München. Eigentlich gar nicht mein Ding, aber die Reihe, ja, ich bin da irgendwie reingerutscht, als der erste Laden aufgemacht hat und durch die Decke gehypt hat in München, habe ich den natürlich abgecheckt und dann musste ich den natürlich vergleichen, weil ich kann den nicht schlecht reden oder hypen, wenn ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Und dann, ja, irgendwie habe ich jetzt alle in München getestet, aber der Hype war so groß, sogar Holle, der mit Asian Food gar nichts am Hut hatte, hat ein Video drüber gemacht. Wir haben alle in München durch. Der letzte Laden hatte Pech gehabt, wenn er nur Döner anbietet. Da schaue ich nicht nochmal vorbei. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal der Mine. Serious Business und ciao.